Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute auf einer neuen Karte unterwegs, auf der Karte Kreis Baumdell. Ist eine neue Karte, die auf OMSI-Webdisk erhältlich ist und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und ich habe mir mal hier so einen schönen Oldtimer mal wieder rausgesagt. Fahren das Ganze heute mit dem Mercedes-Benz O407 und ja... Abfahrt ist hier 12.04 Uhr. Apropos Abfahrt, wäre natürlich schon sinnvoll, wenn wir hier den Fahrplan dementsprechend annehmen. So, und zwar sind wir hier an der Kirche. Um 12 ist Abfahrt. Wunderschön. Sind auf der Route 2 unterwegs. Ach, da ist die Kirche. Alles klar, alles klar, alles klar. So, ja, der Bus ist toll. Der Bus ist so toll. Der sieht so hübsch aus. Leute, das ist Kindheit. Kindheit ist das hier. Das ist Wahnsinn, wie super die Modelle teilweise aussehen. Ja, das gibt es wirklich ein dickes Lob. Also, oh, holy shit, sieht das gut aus. Oh, 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 oh. Ach. Ey, OMSI darf nie verschwinden. Nie, nie darf OMSI verschwinden. Das ist ja fantastisch. Mann, Mann, Mann. Großartig, großartig. So, alles klar. Wir haben nicht wirklich viele Haltestellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen witzig. Insgesamt gibt es, haha, 3 Minuten Fahrzeit? Das ist jetzt ein Ernst jetzt? Ja, wenn wir uns vorher schon mal eine Linie angucken, ne, dann sollte man sich die tatsächlich auch richtig angucken. Okay, Leute, das wird eine sehr kurze Folge tatsächlich. Wahrscheinlich bin ich mit dem Bus irgendwie toller. Erinnert mich so ein bisschen an die Karte hier, diese Weihnachtskarte. Die war aber großartig gewesen, die Weihnachtskarte. Naja. Wir schauen es uns trotzdem an. Na, ist denn halt so. Kreis Baumdell ist auf jeden Fall keine Karte, die, ich denke mal, für eine Leitstellenfahrt nicht in die Frage kommt. Ja, so und so nicht. So, mal gucken, ob ich überhaupt mit der Kasse klarkomme. Linie wechseln, Linie 100. Linie 100. Und Fahrtwechsel, Fahrt. Das habe ich mal geschildert. Nach Rathaus. Ja, passt ja. Wundervoll geschildert. So, na denn. Können wir das Ganze mal starten? Warum ist es schon wieder so leise? Manche Busse sind laut, manche wiederum sind so leise. Das ist dann immer echt schade, denn. So, und ja, damit denke ich mal, haben wir eigentlich alles. Sind eigentlich soweit startklar. Ziehen wir ein bisschen vor hier. Den Bus hatte ich sogar auch gehabt zur Weihnachtskarte. Wieso funktioniert mein Blinker nicht? Verarschen? Wieso gehen meine Blinker nicht? Das ist jetzt ein Mysterium, was ich jetzt nicht verstehe. Ist der Bus kaputt? Meine Blinker funktionieren nicht. Also eben gerade haben sie noch funktioniert in der Folge davor. Da haben sie funktioniert. Jetzt gehen sie nicht mehr. Dann ist der Bus wahrscheinlich nicht mehr top aktuell. Ich merke halt immer wieder, dass ich diese Busse hier echt wenig benutze. Ja? So, man nimmt dann halt irgendwie gefühlt immer die gleichen. Immer Solaris, immer O530, immer C2. Und aber diese schönen Klassiker, die werden tatsächlich dann immer... echt übersehen. Schade eigentlich. Schade. Gut, also es ist nur eine Karte scheinbar zu Demonstrationszwecken. Es steht auch drin, dass es seine erste Karte ist, die er hier veröffentlicht hat. Ist jetzt natürlich fraglich, ob er da jetzt noch weiter dran arbeitet oder ob er da jetzt das jetzt einfach so stehen lässt. Auf jeden Fall, die Karte sollte definitiv ein paar mehr Haltestellen bekommen, weil so 3 Minuten Fahrzeit ist natürlich echt lächerlich.
Muss man abschauen. Ich weiß auch nicht, warum der Taxi jetzt hier blinkt. Ja, warum will der jetzt in die Haltestelle jetzt hier rein? Keine Ahnung. Hat er jetzt Pech? Muss er warten. Aber das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das, was man hier auf jeden Fall so sieht, ist auf jeden Fall sehr schön gebaut, ne? Das ist doch bestimmt. Könnten natürlich jetzt, wie bei Omsi jetzt, durch die Karte switchen hier, ne? Sich das Ganze mal anschauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das stimmt irgendwas mit dem Fahrplan vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Schule, wir haben einen Kaffee und wir haben ein Rathaus dann. Also insgesamt 4 Stops. Und Abfahrt ist ja dann auch schon wieder 12.03 Uhr. Wie geht es denn schon wieder zurück denn? So, 12 Uhr ist Abfahrt. Ich muss mal sagen, wie spüren wir jetzt die Uhrzeit nach vorn? Hallo. Ja, eine wunderschön. So. Alles muss ich die Hilfspfeile anmachen. Wenn man eine Karte noch nie vorher zuvor gefahren ist, wäre das schon hilfreich, oder? Natürlich, dass hier auch Fahrhilfspfeile sind auf der Karte. Oh, warte mal, da war irgendwas. So, große Wände. Links. Irgendwie. Oh, ich erkenne das nicht, ne? Buswendeplatz. 100 Buswendeplatz. 100 Rathaus. Tja. Denke ich mir gerade ein bisschen die Karten. Wir machen mal was anderes. Schauen wir einfach mal, was kommt hier für eine Haltestelle? Schule. Alles klar, wir müssen links rum. Achso, ich kann nicht blinken. Stimmt ja, da war ja was. Mein Blinker nicht funktioniert. So, alles einsteigen bitte. Hallo. Ja, ein wunderschön. Hallo. Wunderschön. Hallo. Wunderschön. Aussteigen wollte niemand. Andere gibt es leider auch keine. Nächste halt Kaffee. Ich will immer blinken, aber ich geht's gar nicht. So, alles einsteigen. Guten Tag. Hallo. Wunderschön, wunderschön. So, nächster Halt Rathaus. Endhaltestelle, bitte alles aussteigen. Hauptsache Ikea haben sie hier, weißt du? Ja, Hauptsache Ikea ist wieder hier. Genau. Ja, mein Blinker hier. Schade, es ist wirklich sehr kurz. Es ist wirklich sehr kurz. So vom Baustil her. Och, hat sie was. Sehr kurz, leider. Ja, das war natürlich jetzt spektakuläre Fahrt. Fahren wir zurück noch, würde ich sagen. Von Rathaus. 12.04 so bereits. Alter Falter.
Zylinderkreis. Oh, kommst du rum? Ich bin schon fast klar, dass du nicht rumkommst. Oh Gott, das will. Also muss man sagen, dafür, dass es seine erste Karte ist, doch, ist die doch echt extrem gut geworden. Brauche ich da nicht schämen für. Ich glaube sogar meine Straßenbahn vor mein Landkreis Vosshausen sogar, die war nicht so geil gewesen. So. Jetzt wieder ab zur Kirche. Nächster Halt. Kaffee. Wunderschön, 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 wunderschön. Nächster Halt, Schule. Ich mag immer so eine Erstlingsprojekte, weißt du? Die entdecken sich noch, weißt du? Die finden sich neu, weißt du? Die testen, die probieren und machen und tun, ne? Da kann manchmal die geilsten Sachen raus, weißt du? Das ist dann halt nicht so wie jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt schon 2, 3, 4, 5 Addons rausgebracht hat und sich halt ein Addon nach dem anderen gleich anfühlt, weißt du? Das ist hier immer irgendwie noch ein bisschen was anderes für mich. Nächster Halt, Kirche, Endhaltestelle, bitte alles aussteigen. Wunderschön, ihr habt mich verstanden. Das kriegen wir nicht hin. Wo geht's denn jetzt lang? Ihr solltet auch wieder den Vorwärtsgang wieder reinmachen. Alter, komm schon. Och komm, fahr doch. Ach ja, warum sollte es auch einfacher sein? Blöder Penner. Weil mein Blinker nicht funktioniert hier. Boah, jetzt war wieder haarscharf. Ja, wie gesagt, außer dass sie zu kurz ist. Schöne Karte.
Hat auf jeden Fall super gemacht. So, nächste Fahrt wäre jetzt um 20. War jetzt sogar auch ein bisschen Pause. Ich glaube, die können wir für eine Leitsteinfahrt benutzen. Bio hat seine Pause, das reicht ihm. So Leute, ich will aber sagen, das war's dann für die Folge von heute. Sind wir jetzt einmal hin und einmal zurückgefahren. Wie gesagt, Kreis Baumdeel leider viel zu kurz. Also dann wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Content hier auf der Karte. Mal gucken, vielleicht entdeckt ja der Entwickler dieses Video und hoffe natürlich, dass er jetzt nicht allzu enttäuscht ist von meiner Kritik, die ich hier ausübe. Der erste Baustil auf jeden Fall, den finde ich großartig. Wenn er den so weiter beibehält, dann könntest du vielleicht eventuell eine neue Forsthausen-Karte werden. Wer weiß das schon. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Selbstverständlich, wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Mal gucken, ich habe noch eine Karte von OmsiWebDis. Ich bin mal gespannt, ob die auch so kurz ist. Ich würde sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten. Tschüss.